Warum kann sie sich nicht in dich verlieben? Warum kann sie nicht in dir den Mann sehen, den sie unbedingt um jeden Preis haben will? Was zum Teufel machst du falsch? Wieso sitzt du ständig zu Hause und machst dir Gedanken darüber, ob sie die Richtige ist, ob sie nicht die Richtige ist, warum sie nicht antwortet, ob sie irgendwann antwortet, warum sie dich verlassen will, warum sie dich nicht verlassen will? Warum machst du dir ständig Gedanken darüber? Warum machst du dir Gedanken darüber, wieso sie das gerade gesagt hat, was sie gesagt hat? Wieso dreht sich dein Kopf die ganze Zeit im Kreis? Der einzige Grund dafür ist, weil du verdammt nochmal nicht begreifst, wie das Spiel funktioniert. Ich werde immer wieder und immer wieder gefragt, Issa, warum tut sie das und dann benimmt sie sich so? Und dann benimmt sie sich wieder so und dann macht sie das. Warum tut sie das? Ich will, dass du unbedingt Folgendes verstehst. Stell dir vor, du hast ein Schachbrett und auf diesem Schachbrett hast du Schwarz und Weiß. Und Schwarz und Weiß spielen gegeneinander. Das Spiel wird dadurch entschieden, ob du den nächsten Schritt des Gegners kennst. Bedeutet also, du musst verstehen, wie sie funktioniert. Du musst verstehen, dass sie dich testet, dass sie Spielchen spielt und all dieses Zeugs. Und wenn du das nicht verstehst, dann wirst du untergehen. Ganz klar. Und all das sind nur Tests. All das sind nur Spielchen, um zu schauen, wie du darauf reagieren wirst. Aber wenn sie dich testet, sollte dir eine Sache klar sein. Es ist ein gutes Zeichen. Wenn sie dich testet, dann prüft sie, ob du ein Mann bist, den sie respektieren darf oder sollte. Sie macht das nicht mal bewusst. Es passiert unterbewusst. Aber sie checkt, ich bin interessiert an ihm. Jetzt muss ich nur noch schauen, ob er auch der Mann ist, von dem ich glaube, dass er es ist. Wenn nicht, lassen wir das Ganze lieber. Was genau überprüft sie dort aber? Als allererstes deine Stärke. Ob du emotional stark bist, stabil bist. Oder ob du sofort umkippst. Das zweite, was sie überprüft, ist deine Identität. Das heißt also, bist du in deiner Identität und Meinung sehr stark oder nicht? Bist du wie eine Fahne im Wind, die sich direkt dreht, wenn es drauf ankommt, oder nicht? Und als drittes überprüft sie dein Interesselevel. Wie sehr interessiert bist du in sie? Denn wenn du zu interessiert bist, zeigt das nur, dass du keinen Charakter hast, dass du keine starke Persönlichkeit hast und deine Persönlichkeit sehr schnell aufgibst. Aber wie testet sie dich jetzt? Was genau tut sie, um dich zu testen? Im Endeffekt gibt es drei Arten von Tests. Die erste Art, dich zu testen, ist folgende. Sie entspricht nicht deiner Meinung. Beispielsweise, ihr esst gemeinsam und sie sagt, wie kannst du das essen? Oder beispielsweise, ihr gefällt nicht, wie du rumläufst. Wie kannst du solche Klamotten tragen? Oder ihr gefällt nicht, wie du dich benimmst. Wie kannst du nur so reden? All diese Dinge. Oder wie kannst du nur so und so über ihn denken oder über sie denken oder sonstiges? All diese Dinge wird sie sagen. Und die Frage wird sein, wie wirst du darauf reagieren? Wirst du sofort deine Meinung ändern oder bleibst du bei deiner verdammten Meinung? Bist du selbst? Die zweite Art, wie sie dich testen wird, ist durch die Illusion von Reinheit. Ob du sofort sehr viel Wichtigkeit in ihr siehst. Denn was Frauen oft machen, was sie oft machen wird, ist Folgendes. Zu sagen, dass sie nicht so eine ist. Dass sie sowas nicht für jeden Mann macht. Oder dass sie anders ist als alle anderen Frauen. Das ist etwas, was sie sagt, damit du glaubst, dass du im Lotto gewonnen hast. Dass du endlich angekommen bist. Dass du es geschafft hast. Dass sie genau die richtige Frau für dich ist. Und wenn du anfängst, zu viel hinein zu interpretieren und zu viel Wert drauf zu legen, wird sich das in deiner Körpersprache widerspiegeln und sie wird es lesen. Und wenn sie es gelesen hat, weiß sie, raus mit dem. Die dritte Art, wie sie dich testet, ist, sie ignoriert dich. Wie oft habe ich schon gelesen oder zu hören bekommen, Issa, es lief alles gut, aber dann hat sie mich ignoriert. Was denkst du, warum das passiert? Wahrscheinlich, weil sie ein wunderbares Fabelwesen ist, oder? Und sie ist ja eigentlich perfekt, wie könnte sie dich dann ignorieren? Irgendwas anderes muss schiefgelaufen sein. Natürlich nicht, weil sie dich testet, weil sie guckt, wie du drauf bist, weil sie schaut, wie deine Stärke ist, sie schaut, wie deine Persönlichkeit ist, ja, deine Identität, sie schaut, wie dein Interessenslevel ist. Und wenn sie merkt, dass dort irgendetwas nicht stimmt und du ein emotional nicht stabiler Mann bist, ist sie weg. Ganz schnell. Das heißt also, du musst vor allem lernen, ein emotionaler, stabiler Mann zu sein. Wenn du bereit bist herauszufinden, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann hast du jetzt noch 2 Tage Zeit. Denn übermorgen läuft diese Aktion ab. Wir haben insgesamt 300 Plätze, von denen inzwischen schon 170 Plätze belegt sind. Und wenn du ebenfalls einer von den Teilnehmern sein willst, die daran teilnehmen können, um ihre emotionale Abhängigkeit zu beenden, der Mann zu sein, der sie wirklich sein wollen, um die Menschen anzuziehen, die wirklich zu dir und deine Werte passen, dann klicke auf den Link in der Beschreibung, Champ. Ansonsten, wenn du Fragen haben solltest, runter in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Let's fucking go, Champ. Action. Vorwärts. Power.